Hallo und willkommen zurück zum Python-Tutorial. Heute beginnen wir mit der zweiten Übung. Primär geht es jetzt in dieser Übung um bedingte Programmierung und Benutzereingaben. Dafür sollt ihr einen kleinen Taschenrechner programmieren. Wenn ich klein sage, meine ich auch klein, der soll nicht viel können. Im Prinzip lasst ihr einfach vom Benutzer die erste Zahl eingeben, danach lasst ihr den Rechenoperator eingeben, also plus, minus, mal oder geteilt. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch sowas im Modulo noch mit einbauen, ist aber nicht zwangsläufig notwendig. Lasst dann als drittes die zweite Zahl vom Benutzer eingeben und gebt dem Benutzer dann einfach das Ergebnis aus. Das wäre es eigentlich auch schon. Dann setzt euch mal ran und programmiert das, denn ich zeige jetzt die Musterlösung. Also, als erstes wollen wir uns ja jetzt vom Benutzer die erste Zahl geben lassen. Das heißt, wir sagen einfach mal, value 1 ist gleich Input von gib die erste Zahl ein Doppelpunkt Leerzeichen. Dann wollen wir uns ja den Operator einlesen lassen. Das heißt, wir sagen operator ist gleich Input von gib den Rechenoperator ein. Und zu guter Letzt brauchen wir noch die zweite Zahl. Also value 2 ist gleich Input von gib die zweite Zahl ein. So, woran wir jetzt aber noch denken müssen, ist, dass das Ganze wieder nur Strings sind, die wir hier zurückkriegen. Das heißt, wir müssten das Ganze noch casten. Wir könnten das jetzt stumpf nach int casten, aber dann können wir nur mit Ganzzahlen rechnen. Beziehungsweise der Nutzer kann nur Ganzzahlen eingeben. Wir wollen das einfach gleich so machen, dass der Nutzer auch Fließkomma-Werte eingeben kann. Das heißt, wir sagen hier einfach, wir casten das Ganze nicht nach int, sondern nach float. Dem Rechenoperator natürlich nicht, denn der ist ja auch eine Zeichenkette, beziehungsweise ein Zeichen. Aber value 2 natürlich wieder nach float. So, jetzt kommen wir zum wohl schwierigsten bzw. aufwendigsten Teil. Und zwar müssen wir jetzt ermitteln, welchen Operator der Benutzer eingegeben hat und dementsprechend dann natürlich auch rechnen. Dafür sagen wir jetzt einfach mal if operator ist gleich plus. In dem Fall sagen wir result ist gleich value 1 plus value 2. Ansonsten fragen wir weiter ab, ob der Operator gleich minus ist. In dem Fall sagen wir result ist gleich value 1 minus value 2. Das gleiche machen wir jetzt dafür mal geteilt. Dafür beschleunige ich euch einfach mal kurz. Gut, jetzt haben wir überall Elif stehen, aber wir brauchen auch noch einen abschließenden Else-Block. Das heißt, wir machen hier einfach einen Else-Block hin und müssen uns jetzt überlegen, was wir da reinschreiben. Und zwar wird dieser Else-Block ja dann ausgeführt, wenn der Operator weder plus noch minus noch mal noch geteilt ist. Das heißt, wenn ein ungültiger Operator eingegeben wurde. Dafür mache ich mir hier oben jetzt einfach mal einen Boolean, und zwar ist operator valid, also ob der Operator gültig ist. Und zwar setze ich das jetzt standardmäßig einfach mal, das soll ein Boolean wie gesagt werden, auf true. Das ist was ich euch in der Episode zu Booleans vergessen habe zu zeigen. Und zwar kann man auch einfach sagen, dass ein Boolean einen ganz festen Wert haben soll und der Wert nicht erst ermittelt werden muss. Also true wäre im Prinzip jetzt genau das gleiche, als würde ich sagen 3 kleiner 5. Denn 3 kleiner 5 ist immer wahr, da das ganze feste Werte sind. Und anstatt das hier so umständlich zu machen, hier einfach irgendwas hinzuschreiben, was immer wahr ist, sagt man einfach true. Das heißt, dieser Boolean ist immer wahr. Wenn wir allerdings in den Else-Block kommen, dann ist der Operator ja eben nicht valid. Das heißt, jetzt sagen wir, ist operator valid ist gleich false. Das ist dann eben das Gegenstück. Das heißt, bei plus, minus, mal oder geteilt bleibt der Operator einfach true, weil wir es ja hier oben auf true gestellt haben. Nur wenn es keiner dieser vier Operatoren sein sollte, dann kommen wir in den Else-Block und dann setzen wir das Ganze auf false. Gut, nach dieser Verkettung hier sagen wir einfach, ist operator valid. Denn nur wenn er valide ist, dann können wir auch wirklich eine Rechnung durchführen, beziehungsweise nur dann haben wir eine Rechnung durchgeführt. In diesem Fall sagen wir dann einfach, wir printen das Ergebnis von der Rechnung und dann sagen wir einfach value 1 operator value 2 ist gleich result. Und wenn der Operator eben nicht valid sein sollte, dann geben wir einfach aus ungültiger Operator. Ausrufezeichen. Gut, dann sind wir im Prinzip eigentlich auch schon fertig. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann wird uns gesagt, dass wir die erste Zahl eingeben sollen. Also nehme ich zum Beispiel mal 5, dann plus 42 und dann kommt da raus 5 plus 42 ist gleich 47. Wenn ich allerdings sage, ich nehme 5 mal 42, dann kommt da 210 raus. Und wenn ich sage 7 bla 5, dann wird uns einfach gesagt, dass wir einen ungültigen Operator angegeben haben. Also, wie wir sehen, funktioniert das Ganze.
Minus und geteilt zu testen, erspare ich mir jetzt an der Stelle einfach mal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Denn das sollte es eigentlich auch. Gut, im Prinzip wäre es eigentlich dann auch schon wieder gewesen. Dann hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!